Herzlich willkommen zu einem neuen Blogbeitrag von Bogenbalance. Wollen wir uns heute mal um das Thema Lagenspiel kümmern. Ich weiß nicht, ob du so weit bist auf deinem Instrument, dass du Lagen bereits spielst. Wenn nicht, dann spielst du vermutlich in der ersten Lage zunächst einmal. Das ist auch gut so. Später wirst du dazu übergehen, andere Lagen zu lernen, zum Beispiel die zweite Lage, die dritte Lage oder die vierte Lage. Verschiedene Vorgehensweisen gibt es da, in welcher Reihenfolge man diese Lagen lernt. Eines haben die allerdings alle gemeinsam. Du lernst eine bestimmte neue Handstellung kennen und darin dann sämtliche Töne, die du jetzt in dieser Handstellung greifst. Das sind nämlich andere, als wenn du jetzt in der ersten Lage bist. Ja? Dagegen ist im Grunde genommen überhaupt nichts einzuwenden. Ich verwende das auch immer so und ich mache das auch mit meinen Schülern unbedingt so durch. Das ist absolut wichtig. Trotzdem beobachte ich es bei meinen Schülern und ich weiß also auch noch von früher, als ich selber gelernt habe, du fühlst dich erst einmal befangen, wenn du da deine Hand in einer anderen Position hast und kennst dich nicht so richtig aus, hast kein richtiges Gefühl dafür. Okay, du lernst diese Töne kennen, mit der Zeit wird es sicherer. Aber so eine gewisse Befangenheit bleibt trotzdem. Und wie man die ablegen kann, das möchte ich dir jetzt mal zeigen. Es gibt nämlich so etwas wie einen Bewegungssinn. In der Fachsprache wird das auch als kinästhetischer Sinn bezeichnet. Und dieser Bewegungssinn, der kann dir einerseits Auskunft darüber geben, nämlich über dein Bewegungsgefühl, wie weit bewege ich mich jetzt von einem Ort zum anderen. Da kann man also ein sehr feines Gespür entwickeln. Aber es kommt noch was anderes hinzu. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du bestimmte Plätze auf deinem Griffbrett sofort und sicher triffst. Und darum soll es heute gehen. Ich denke mal, wir nehmen mal einen ganz wichtigen Orientierungspunkt. Wenn du auf dem Cello beispielsweise in der ersten Lage bist, dann wirst du hier mit dem vierten Finger einen Ton greifen. Ich bin jetzt auf der D-Seite, dann ist es der Ton G. Absolut wichtiger Orientierungston, den gibt es in der zweiten Lage genauso, in der dritten Lage auch, in der erhöhten ersten Lage ist es der dritte Finger. Ja. Dieser Ton, der wird dir immer wieder begegnen und den kann man sehr schön gut einstellen, weil du diesen Ton ja mit der leeren G-Seite vergleichen kannst. Und zwar geht es auf jedem Instrument. Sogar beim Kontrabass geht das, wenn du diesen Ton suchst. Ich will mal, um dir das zu erläutern, will ich jetzt mal hier einen kleinen Punkt hinkleben, damit du das siehst, was ich da hier mache in der Übung. So, jetzt zupfe ich mal hier den Ton an und dann mache ich da hier an diesem Platz, wo der kleine Finger steht, einen roten Punkt. Hier siehst du es. Ja? Das ist also unser Orientierungspunkt. Was wir jetzt machen wollen, ist ein Gespür dafür entwickeln, wo dieser Punkt liegt. Also, aus der ersten Lage kenne ich es ja. Ich spiele einfach mal den Ton. So, schön. Jetzt mache ich Folgendes. Ich versetze jetzt immer nach ein paar Tönen die Hand, sodass ich mit anderen Fingern genauso auf diesem Punkt zu liegen komme. So, dann wieder zum zweiten, im dritten, im vierten. Zuerst schaust du mal hin, dann kannst du auch ein wenig dir mit den Augen helfen. Später sollst du es aus deinem Gefühl heraus tun, aber ich glaube, es ist ganz gut, mal zunächst auch zu schauen, wie das geht. Ja? Zu spielen ist diese Übung jetzt einfach. Du spielst jeden Ton viermal. Dann wechselst du auf den dritten Finger. Ja, du siehst schon, es geht genau um diesen Platz. Nämlich egal, mit welchem Finger du den berührst, oder die Seite niederhältst, es wird immer der gleiche Ton rauskommen. Du kannst es beim Cello auch mit dem Daumen machen. Du kannst es von mir aus auch mit dem großen C machen. Das funktioniert genauso, gell? Also, darum geht es, ne? Und jetzt machen wir die Sache schnell und versuchen einfach. Sollte man jetzt keinen Unterschied zwischen den einzelnen Tönen hören. Das ist ja immer der gleiche Ton und der soll auch wirklich gleich getroffen werden. Und wenn es nicht schnell geht, machst du es langsam.
Im Workshop haben wir es neulich so gemacht, da haben wir diese Übung auch eingeführt. Da habe ich dann zu allen Spielern gesagt, jetzt passt mal auf, jetzt spielt er mal mit dem vierten Finger und ich gebe irgendwann den Befehl, jetzt zweiter Finger. Das hat den Vorteil, dass der Spieler in dem Moment dann nicht in der Lage ist, die Sache zu planen, sondern der muss ganz schnell reagieren und einfach dahin gehen. Und sieh da, nach einigen Malen funktioniert das tatsächlich. Das ist das Schöne daran. Ja? Also ich mach's mal so vor, jetzt. Erster. Dritter. Vierter. Zweiter. Ja? So soll das funktionieren. Versuche es zu machen und versuche, auch wenn es am Anfang langsam geht, machst es langsam und mit der Zeit wirst du merken, dir wird ein Gefühl wachsen für diesen Platz. Und dann hast du dein Ziel erreicht. Du wirst dich nämlich nicht mehr so leicht unterbringen lassen von einer neuen Lage, wenn du da jetzt bist, ja, sondern du kennst den Platz einfach. Dieses G, das triffst du. Also das brauche ich dir natürlich nicht zu sagen, dass es ganz gut wäre, wenn du das nicht dir auf diesen einen Ton beschränkst, sondern mit allen möglichen Tönen machst, die dir im Laufe deiner Laufbahn im Instrument so unterkommen. Wollen wir noch eins draufsetzen? Sehr gut ist es, wenn du diesen Ton aus egal welcher Lebenslage heraus triffst. Ja? Also du spielst zum Beispiel irgendeine andere Passage, zum Beispiel in der ersten Lage. Jetzt triffst du danach den Ton. Ja? Ja, mache ich es nochmal vor. Jetzt habe ich es zum ersten Mal mit Hinschauen gemacht und beim zweiten Mal ohne Hinschauen. Wie gesagt, schau es dir ruhig mal an. Dann tust du dich am Anfang leichter, aber dann versuchst auch ohne deine Augen einfach hier diesen Platz zu treffen. Oder von oben kommend. Da ist der Ton, ja. Da kannst du dir alle möglichen Spielereien einfallen lassen, kurze Passagen irgendwo auf dem Instrument spielen und dann hops an diesem Ton. Und zwar mit einem Finger, den du dir sagst. Also zum Beispiel so, ja. Dritter Finger. Und da bist du. Ja? Funktioniert jetzt hier bei mir, ich bin natürlich geübt, ganz gut. Ja? Du wirst dich damit am Anfang schon ein wenig schwer tun, aber es lohnt sich. Es lohnt sich für dich, ein Gefühl für den Platz eines bestimmten Tones zu finden. Und jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen dabei, viel Erfolg bei diesem Experimentieren. Es ist ja mehr ein Improvisieren und Experimentieren als sonst etwas. Aber du wirst sehen, deine Freiheit mit dem Instrument umzugehen, die wächst auf jeden Fall. Alles Gute und tschüss.